Leute, die sagen, früher war der viel härter und punkiger. Stimmt. Am besten heute Nacht. Check it out. Okay, wir machen weiter mit Rock. Ja, ich bin ich auch gemacht. Aber Helga, das sind doch nur die Ärzte. Braucht kein Mensch. Unsere Ordnung ist alle. Ein Wachmeister sein. Sag mal. Was macht ihr für Sachen, Emil? Die Reime sind teilweise echt absurd. Kokosrecht? Erstmal Kipper. Die Reime sind teilweise echt absurd. Kokosrecht? Nur der Pudel. Die Reime sind teilweise echt absurd. Kokosrecht? Erstmal Kipper. Die Reime sind teilweise echt absurd. Kokosrecht? Puh, das haben wir geschafft. Jetzt hat's doch mal Feuer. Wir glaubten,
Am besten, am zweiten Donnerstag.
Da habt ihr jetzt Freunde gemacht. Ah ja. Ladies and Gentlemen, wir und alles da drüber, da drunter, dazwischen, wir sind die subtilste Band der Welt. Wir sind die Ärzte aus. Und wir sind heute hier in und ist das Ostwestfalen? Was? Ladies, Gentlemen und alles dazwischen. Für euch heute Abend der Mann, der Geografie zum Frühstück hatte. Allerdings ungekaut, runtergeschluckt. Wenn der Abend heute ein Erfolg wird, dann liegt es nur an ihm. BLAB, Dankeschön. Heute für euch hier in Stuttgart. Rat! Und wer sind die beiden Besten bei den Ärzten? Die beiden Größten? So, wie geht's euch? Euch geht's also ha! Wir nehmen das Wort in den Duden auf. Ah. Guck mal, da hat einer ein T-Shirt von uns an. Das Foto kann ich mich gar nicht ändern. Das wurde auch nachts gemacht vor Vollmond. Ah, sieht man doch. Eieiei. Der Witz funktioniert jetzt für die paar tausend Leute nicht, aber Sie und wir finden es total lustig. Das vier Leute. Aber wir werden sowieso auf jeden Einzelnen heute Abend eingehen. Ja, wir spielen jeden Wunschsong. Schön, dich zu sehen. Jedes Lied, was ihr euch wünscht, werden wir auch spielen. Wenn es auf der Setliste steht. Okay, und um mal hier so ein bisschen Grund reinzubringen, wir versuchen eine sehr komplizierte Vokallaune. Die beiden Flanken, nicht ihr, sondern nur die da oben, übernehmt das A von vorne nach hinten. Wenn ihr hinten angekommen seid, übernehmt ihr mit M und dann von hinten nach vorne die ganze Mitte mit O, also Ammo. Das würde ich jetzt gerne mal hören. Bitte auf die Plätze. Fertig. Bitte! Ihr könnt die Arme ruhig benutzen, denn es ist einfacher. Und nochmal. 1, 2, 3. Bitte! Ja, gleichzeitig. War schon richtig. Ach so, okay, ja. Eigentlich mit Gitarre. Aber das gleich ist, war jetzt eine gute Übung und jetzt das Ganze mit laut! Auf die Plätze, los! Laut! AMO steht für Arbeiterwohlfahrt. Dankeschön. Das ist das nächste Lied oder was? Das nächste Lied handelt im Prinzip davon. Wie lange machst du's? Ich mach es natürlich immer. 1, 2, 3, 4. Ich traf eine Frau direkt in Münster. Sie sagte, mein Name ist Gabi Münster. Ihre Blicke gingen tief, es war klar, dass hier was lief. Ich musste heute nach dem Gang, geht nichts schief. Nach einigen Geplänkel gingen wir zu ihr. Sie wollte nur noch eins und war bereit dafür. Sie war jung und wunderschön und sie gab mir zu verstehen. Sie wollte erst einmal meine Brieftasche sehen. Sie wollte wischte. Sie wollte. Das hat sie in meinen Augen entstellt. Ich war geprägt, wildend auf dieser Welt. Jeder so. Thank you.
In Bremen einen ziemlich fiesen Beinbruch und die Leute haben vorbildlich reagiert danach. Sie haben das Konzert angehalten und haben Hilfe dahin gelotst. Also wenn ihr sowas seht, nicht drauf rumspringen. Das machen wir auf der Bühne, aber ihr macht das bitte nicht. Und ich finde, Rodrigo hat sich wieder sehr gut erholt. Hier gibt es hier auch für den Kopf. Wir wollen immer den Liebe trieben. Bist du jetzt auch?
nichts mehr zu sagen haben. Was soll zu tun, wenn ich nicht mehr da bin? Was soll zu machen, wenn wir uns trennen? Vielleicht habe ich eine andere kennen. Eine Frau, die mich wirklich liebt. Was soll zu tun, wenn sie nicht mehr gibt? Du musst heulen. Zugaben beginnen. Gesund von den Lieben möchte ich einen Freund widmen, der heute hier ist, ein langjähriger Freund der Ärzte, ein Freund, nicht Geschäftspartner, Farid. Unsere Beziehung ist abgekühlt, schon vor Jahren, Jahrzehnten, würde ich sagen. Ja, ich merke das jedes Mal, wenn du mir den Eisenbahn führst. Sag ich bitte noch bei uns. nee, ein Lied, das ist für dich, es ist relativ neu, aber muss an dich denken, für dich, Louis. Es ist wieder Zeit für etwas Neues. Etwas Neues.
Ist da schon zusammen liegt, soll das nun nicht deine Welt, die Kamera frei ist da.
Münster City. Der Mann im Barbershop sagte, Alter, what a pity. Komm mal rein in meinen Shop, ich mach dir mal den Anschein im Kopf. Er sagte, hey Typ, ich mach dich Hochzeit. Ich mach dich so kaputt wie Hochzeit. Und die Barbershop wollte und ganz Münster singt mit. Das ärgert sie am meisten.
Macht ihr das auch bei anderen Bands oder nur bei uns? Also ich find's gut. Metallica stehen auch drauf, wenn ihr das macht. Also ich habe gehört, bei den Donuts soll das hier gar nichts abgehen. In den Münster. Wenn die hier spielen, ist immer leer. Ja, klar. Kennt halt keiner. Außer ein Gag, der voll nach hinten losging. Geil. Hier vorne werden schon wieder Wunschzettel hochgehalten. Naja, aber die Wählen sind sie bei der Jugendfeier. Ich meine, die eine Dame hat in den letzten Tagen noch andere Sachen. Okay, egal. Okay, das nun. Also, ey, wir sind ja nicht in Gleis 22. Zu viel. So viel Konzerte haben wir hier nicht gemacht. Gleis 22, du meinst in Baden-Württemberg, da wo Münster wirklich liegt? Südhessen. Ich meinte das Ding in Osnabrück. Ey, Peter. Schleswig-Holstein mehr umschlungen hier, Münster. Alter, das ist krass, ey. Also, wir sind fast 80. Wir sind 2 Jahre jünger als die Rolling Stones und dann hältst du da so einen handgeschriebenen Zettel hoch in 600 Meter Entfernung und stehst. Wie soll man das denn lesen? Ich wusste stets, was ich will, doch ich hatte, doch ich halte, ich hatte keine Ahnung, Schreibfehler, korrigiert, durchgestrichen. Trotzdem frage ich ganz stumpf, Bela, kannst du bitte mit mir vögeln? Das ist Adler blickt nur noch. Ich erkenne nur was mit Kaffeekärtchen oder so. Lass mal gucken. Alles stimmt, das steht da. Ist mit dem Stöckchen, das ist nur ein Alibi. Wer jetzt von dem? Ihr drei? Die wollen alle finken. Schlimm. Wo Zeitmaus sind. Ich dachte, wir sind in Münster, das ist eine anständige Stadt. Also, ey. Kein katholisch natürlich. Die Käfige sind noch frei. Ihr drei, ja? Seid bloß vorsichtig. Dünnes Eis hier. Habe Käfig zu Hause. Ja, wird immer besser hier. Okay, Schluss jetzt mit den Insider-Witzen hier. Münster, die bayerische Hauptstadt. Münster! Münster in Berlin, dankeschön! Wusstet ihr, dass Münster auf rückwärts Restnum heißt? Wusstet ihr, okay. Und wusstet ihr, dass genau den Gag Farin Urlaub vor 12 Jahren, als wir uns gegründet haben, schon mal gebracht hat auf der Bühne? Ja, wusstet ihr, dass Bela rückwärts Bela heißt? Weil Bela ist immer rückwärts. Kurz nachdenken. Bela, fang doch einfach an mit dem nächsten Lied. Warte mal. Für den Gag jetzt einfach eine Schweigeminute. Ja. Hat er wirklich verdient. Ganz ruhig. Den tragen wir jetzt zu Grabe. Ey, zum Grabe tragen heißt Schweigeminute heißt ohne Gitarre. Der checkt es nicht. Der ist zu alt, um noch was zu checken. Ich schweige doch. Ja, aber deine Gitarre schweigt nicht. Wusstest du, dass meine Gitarre sprechen kann? Das ist total funny heute, ne? Ja, du lacht sich tot, du euch! Pass auf, lass deine Gitarre doch mal sagen, das nur folgende Lied ist einer jungen Frau gewidmet. Okay, warte. Die ihren Mut, zwei anderen jungen Frauen beizustehen, mit dem Leben bezahlt hat. Das hat mich zu einem sehr traurigen Lied inspiriert. Ich wünsche gute Unterhaltung. Eieieiei. Okay, es ist wirklich traurig. Also, wir tun schon. Was war der Grund?
Das ist der Refrain, genau. Dann geht's jetzt los, oder? Ja, without further ado.
ich seit einem Jahr arbeitslos. Ich in einem Tag auf Hartz IV, hier setzt mein Vermieter mich vor die Tür. Ich ungewaschen und rasiert, alles probiert, doch nichts hat funktioniert. Ich unter einer dunklen Brücke, ich riech mich nach Kippenbücke. Ich wie ich an der Mauer lehne, ich jetzt ohne Schneidezähne. Ich wie ich im Winter friere, noch einmal seh ich alles vor mir. Ich als Kind an Mamas Hand, ich mit Nina glücklich, ich am Strand. Und ich am Strand. Ich am Strand. Guten Abend. Der Bass klingt jetzt vorübergehend nicht so gut, aber die Gitarre klingt super. Trotzdem einen herzhaften, angemessenen Applaus für Fahren Urlaub. Danke. Spart euch heute Kräfte für ihn. Er ist selbstbewusst. Er ist ekelhaft gut aussehend. Und er ist explizit gut auf der Gitarre. Drei Buchstaben ergeben ein Wort. S-E-X. Der pure Sex. Rodrigo González. Thank you.
vermisst auch die Geigen, vermisst dich zu küssen. Ich hab die Moment nicht gemerkt, ich hab meine Worte machen, es ist nicht noch schlimmer. Zu sagen, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten nach Münster und gehen studieren. Und zur Uni fahren sie mit einem Hollandrad. Und das hat keine Luftpumpe. Und sie blockieren ein Fahrzeug, in dem sich eine junge Berliner Band befindet. Wisst ihr, dass wir vor 30 Jahren mal Fahrerflucht begangen haben hier in Münster? Ich kann es ja jetzt zugeben, es ist verjährt. Wir sind vor der Uni über ein Fahrrad gefahren, es sah echt nicht mehr gut aus. Da sah keiner drauf, okay, keine Angst. So schlimm war die Fahrerflucht nicht. Aber das Fahrrad war am Arsch. Und wer ist abgehauen? Pfui, pfui. Das ist schon gegen das System. Das war nicht gut von dir. Immer gegen die Mehrheit. Okay. So, sympathischer geht's nicht mehr. Yeah.
Ersatzbein. Auch wenn es aus Holz ist, es zählen keine Ausreden mehr. Jetzt wird gedanced, nicht rumgefanzt. Besser. Ja, in der Tat. Aber JC ist mir einfach
Ist zu viel, ne? Ich krieg einen fahrigen Urlaub, ist auch okay. Gut. In dem nun folgenden Lied geht es mehr oder minder um Obst. Ich schaue in ein Heer von gesunden Gesichtern. Menschen, die so aussehen, als würden sie jeden Tag Äpfel essen oder Birnen, Radieschen vielleicht oder Tomaten. Eins davon war kein Obst und es waren nicht die Tomaten. Der Mann, der mich von der Ansage rettete. Captain, der Schlüssel alles weg, Urlaub! Wir kannten uns noch nicht lange, drum war mir auch Pappe vom Treffen mit ihr. Sie war ein traumhaftes Mädchen, Dori und Blödchen, wir gingen spazieren. Ein Essen bei Kerzenschein, Romantik und Wein, so sollte es sein. Der Wein war nicht zu verachten, wir scherzen und lachen, mein Scham war abrupt. Das Essen war wirklich klasse, zum Abschluss eine Tasse Kaffee, etwas Obst. Unser Glück gedieh, doch dann schälte sie. Nur profane Gefühle in mir.
Abend möchte ich darauf hinweisen, dass Rod bei dem Lied gerade Bass spielt mit einer Hand, Keyboard mit dem anderen Arm, mit dem Fuß ein Perkussionsinstrument bedient, Falsett singt und im Kopf neue Sudokus vorbereitet. Von den drei runden Taschenmilliarden mal ganz zu schweigen. Jeden Tag eine kleine Lektion Demut bei uns auf der Bühne. Genau. Rod, du Arsch. Okay, zum ersten Mal auf dieser Tour. Bis jetzt, oder? Warte mal, das kennen die doch gar nicht. Ich krieg dich heute noch zum Lächeln, wenn ich mich ausziehen muss. Nein, nein, auf keinen Fall. Bitte nicht. Du lächelst vielleicht, aber uns beiden vergeht's dann. Aber ey, Bela, ich spule 2 Stunden vor, das ist alles. Ach so. Okay. Nee, sie hat gerade gelächelt bei der Ansage, also zu spät. Publikum mit vielen, vielen Fragezeichen im Gesicht.
Bela, so ist das in Essen nun mal. Das war jetzt Kusse, hat man überlegt. Naja, ja, wir machen, wir hören ja schon auf damit. Das wundervolle Lied hat es auf die Setlisten geschafft. Dank Marion. Ja, es ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Und die Tatsache, dass Bela mir 1000 Euro in Bar gegeben hat, hat auch geholfen. Dass das so beliebt bei dir ist. Thank you.
sie meint, tu ich nun, bei mir ist Schmerz, Küchenmeister. Ich habe einen kleinen Hund, der kriegt in mir die Bude voll, wenn ich ihn streichen will, dann weiß er. Mein Leben ist total daneben. Ich habe nur noch einen Wunsch. Ich will sterben, ich will sterben. Ich will sterben, ich sage Wiedersehen. Ich übergieß mich mit Benzin und zünd mich an. Ich häng mich auf, zwisch mir ein Messer in den Magen. Ich spüre Kugeln durch den Kopf und schneid mir die Pulsadern durch. Ich kann es hier nicht mehr ertragen. Mein Dasein, darf einfach nicht wahr sein. Ich habe nur noch einen Wunsch. Ich will sterben, ich will sterben. So viele Leute da waren. Aber vielleicht sind sie auch nur neidisch, weil sie stehen da unten im Publikum und müssen ertragen, was wir hier oben fabrizieren, während wir von unserem Publikum zum Beispiel Katzenzungen geschenkt bekommen. Ja, soll dann mir teilen nachher, ich hab schon verstanden. Du nicht, du musst auf deine Figur achten, tut mir leid. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt, irgendwann ist man alt genug, dann kriegt man Bonbons und Süßigkeiten auf die Bühne. Der Haas geht natürlich auch, immer. Was isst du lieber? Er wird getragen. Aber ich enthalte ihn für dich. Es sind noch Achselhaare dran. Es sind noch Achselhaare. Peter, magst du noch was sagen? Ja, ich möchte noch was sagen. Wir haben jetzt bald überall im Land, überall in Deutschland Landtagswahlen und dann bald auch schon wieder Bundestagswahlen. Und wer da nicht gewinnen darf, das wissen wir alle. Und zuallererst verhindern wir, dass nicht nur schlimme rechte Demagogen und was sie sonst alles sind, sondern auch die größte Idiotenpartei, die ich in meinem ganzen Leben erlebt habe, was ja nur heißen kann, dass Menschen, die die wählen, scheinbar sie auch nicht mehr alle haben. Es gibt Menschen, die wählen die AfD, um denen da oben eins auszuwischen. Denen da oben, was ist da oben? Ha? Die AfD setzt sich zusammen. Ja. Das ist ja Alice Weidel, die hat in der Lehman, die hat für die Lehman-Bank gearbeitet.
Eine Bank, die damals die große Finanzkrise heraufbeschworen hat. Die Alte lebte in der Schweiz. Offen lesbisch, aber hetzt gegen Homosexuelle oder ihre Partei tut's. Was ist los? Die sind, Leute, ganz ehrlich. Peter, bevor ich der heilige Zorn packt. Der heilige Zorn hat mich gepackt, als ich das nun folgende Lied schrieb. Ich schrieb es in der Pandemie. Und er hatte eine Stinkhut. Ich hatte eine Stinkhut. Und er hatte einen Aluhut auf dabei. Ich hatte eine Stinkhut. Ich habe 2 Wochen nicht mehr Xavier Naidoo gehört vor Wut. Bis ich dann vorbeikam mit Rott und dem Stapel Xavier Naidoo entließ. Beim Wendler hat es nur 1 Woche gedauert. Wir teilen euch in Quadranten ein. Quadrant 1. Moment. Ich habe verstanden. Quadrant 2. Marvin hätte gerne Mathematik studiert. Ganz hinten. Quadrant 3. Und den Rest. Quadrant 4. Warte. Und jetzt jeweils ein Klatscher. 1, 2, 3, 4. Und bitte.
Dankeschön, Dankeschön. In dieser Diktatur würden wir gerne leben. Oder? Was gibt's wohl heute zu tun? Na, heute A von A plus B von A plus C. Von dir gerne mal den Dreisatz erklärt bekommen. Also, die beiden Hypotenusen von A. Okay. Okay. Jetzt Party People! Jetzt seid ihr auch richtig heiß, ne? Schultern sitzen. Die tun noch niemandem was.
Wenn sie doof gucken, das ist was anderes. Aber auf den Schultern sitzen ist völlig in Ordnung. Oder? Habe ich was Falsches gesagt? Nee, was habe ich was in Aussprache oder was? Ob ich eine Pappnase auf oder was? So, noch zwei Lieder, dann haben wir es, dann habt ihr es hinter euch. Doof gucken, aber. Aber du musst jetzt auch noch jemanden auf die Schulter nehmen, sonst ist es langweilig. Magst du mal? Hey, Leute, mach doch mal eine Pyramide. Wie die Scorpions. Ja, wie die Scorpions haben wir auch schon nicht mehr gehabt, schon viele Jahre her. Sind die nicht auch aus. Aus Zuckerreiz? Als hier aus Floto. Komm, Bela, tu es. Okay. Die Frage aller Fragen. Endlich ist der Vampir tot. Okay. Hallo, Mister. Ich begebe mich auf eine Ebene mit euch. Das kann nur unsympathisch enden, diese Ansage. Okay, in den Nukolonien stelle ich eine Frage, die wir uns im Übungsraum öfter mal stellen. Und sie beginnt mit den Worten: Warum kann es nicht perfekt sein? Oder so wie es nicht einfach so perfekt sein? Wo der Boy vor dem Mädchen kniet und ihre Hand dort. Kerzen brennen und Champagner steht bereit. So ist es niemals in Wirklichkeit. Warum kann's nicht perfekt sein? Sieh, der Himmel ist fast scherbenklar. Wieso noch ein Nasekt ein? Wenn das Nacht eine Sternschnuppe war, auf dem Bildschirm und nichts. Sieben Monate Jahre an dem Song gearbeitet.
Und jetzt sitzt er wieder eins. Ich bedanke mich für den Applaus. Ich will keine Tasse. Obwohl ich weiß, dass er verdient ist. Perfektionistisch und sympathisch. Nico! Sympathisch sein kann jeder. Eine Tasse Kacke. Machst du zu den anderen. Und noch einen folgenden Lied. Hey, Münster! Hey! Seid ihr noch da? Das ist kein Vergnügungsspielchen. In den notfolgenden Lied könnt ihr euch vor Ehrfurcht auf den Allerwertesten, auf die Allerwerteste, auf der, die das Allerwerteste setzen, bitte. Was Bela meinte, setzt euch bitte hin, alle, überall. Denn wir alle sind Sitzer, irgendwo und überall. Welches ein Sitzer? Wir haben die Halle extra wohnen lassen für euch. Es ist ein sehr schönes Lied. Das Lied kann nichts dafür, dass es das letzte Lied des heutigen Abends ist. Aber wenn ihr euch setzt, dann könnt ihr aufspringen, wenn das Wort unrockbar tönt, was in ungefähr 20 Minuten der Fall sein wird. Wenn etwas unter euch hilft, ich kriege keine Luft mehr, schreit, macht euch nichts draus, das ist der Boden, der kann sprechen. Wir haben uns heute selber ein paar Mal erschrocken beim Soundcheck. Genau, Münster, im Land der Raketenwürmer. Vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die jetzt noch nicht sitzen, Nein, kaputte Knie haben. Sag es nicht, bitte. Genau, kaputte Knie. Rücken, Rücken. Was dachtest du denn, was ich sage? Was ist bei dir? Knie? Mann mit der Mütze. Was ist bei dir? Knie, die Knie? Ach, du sitzt. Ach, du, es ist ein Riesen. Es ist Riese. Ja. Du kannst nicht, du hast was. Okay. Ach, du bist dick. Es ist auch. Du hast auch. Genau, das hast du jetzt gesagt. Okay. Ich geb dir bis zum nächsten Mal einen Backwurm aus und dann kannst auch du sitzen. Ich setz mit dir dich jetzt auf. Ich hab den Tag so oft verflucht, als wir uns kennenlernten. Ich habe alles schon versucht, hab unter den Gestalten in den Mexikos dir meine Lieblingsplatten aufgelegt. Du hast dich nicht bewegt. Du sagst, du findest zwar den Lied nicht, aber ich mag den Lied nicht. Der ist so nachvollziehlich, wie wir beide wohnen. Baby, ich kann dich nur meinen, es ist wirklich wahr. Das wird niemals nicht uns beiden, eines ist mir klar. Du bist so. Yeah.
Jetzt ganz schön leise. Man sieht uns das natürlich überhaupt nicht an, aber uns gab es schon in den 90ern. Und in den 90ern war das nun folgende Lied ein Oldie. Musik
nicht leicht, ich brauch mir ne Frisur. Gitarre kann ich schon einmal, mach und ohne Tour. Und schon bin ich hier oben, die Mathe ist da, der King of Rock and Mister, wunderbar. Ich hab kein Geld, kein Abitur. Nur manchmal Stress mit der Zäsur. Bin kein Genie, nein, ich bin nur. Erst wenn die vier Töne erklingen. Wie wäre es eigentlich, wenn die kreischen und dann die vier Töne erklingen? Die sind nicht so richtig bei der Sache. Die sind nicht bei der Sache? Nee. Die sind irgendwie abgelenkt. Die gucken in ihre Handys. Oh, was ist los mit euch? Ihr seid nicht bei der Sache oder was? Aber WLAN, wir können das Problem immer eingrenzen. Alle Menschen, die sich selber als Männer identifizieren, kreischen bitte. Leute, ist kein Kreischen. Bei einigen war das zu viel hier. Die drehen sich einfach weg und schütteln den Kopf. Ja, ich weiß nicht, was das sein soll. Okay. Ich weiß nicht, was das soll. Ich kann nicht kreischen. Okay, dann vielleicht die anderen. Das ist Kreischen, ja? Kann ich das nochmal von den Männern hören? Besser, viel besser. Und jetzt alle zusammen, 1, 2, 3. Es muss dann auch schnell wieder vorbei sein, weil ich spiele dann wieder Töne. Also wir probieren das nochmal. Ihr habt es im Prinzip schon verstanden. Ihr könnt aber auch das ganze Lied durchkreischen. Machen wir auch. Ich muss echt sagen, 2023 gefällt mir, Ärztepublikum gefällt mir total gut. Es ist jung, aber überwiegend vollbärtig. Super. Was stimmt? Ah! Oh, Wucher, Wucher. Ich sehe aus wie früher mit Zahn, aber ich spreche so. Ah! Super. Super. Das ist genau die Band zur Zeit.
Wir gehörten einer Minderheit an, den Alten. Ach nee, die sind gar nicht so wenig. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
Dank. Das nächste Lied werde ich Hardy Steifen widmen. Ein großer Künstler aus eurer Nachbarstadt Osnabrück. Thank you.
Sonne geht, der Himmel ist blau. Und der Rest deines Lebens wird schön. Du denkst an all die schönen Zeiten, es ist fast zu viel. Jetzt im Moment neben dir zu stehen, du hast kein klares Ziel. Aber Millionen Möglichkeiten, ein gutes Gefühl. Und du weißt, es wird gut für dich ausgehen. Yeah! Thank you.
Und für
Kevin Paul mal ein Mädchen nett, schubst er sie vom 10-Meter-Brett. Da zahlt Paris in den Korall beim Springen an. Er scheint zu fliegen, genauso wie Superman. Jawohl, Superman, aha, Superman. Paul heißt das Bademeister, schwimmt bald an der Ecke. Paul heißt das Bademeister und er bringt meine Mädchen zur Strecke. Paul ist der schönste Bademeister auf der ganzen Welt. Jawohl, nochmal. Paul heißt das Bademeister, Schwimmbad an der Ecke. Paul heißt das Bademeister und er bringt meine Mädchen zur Strecke. Paul heißt das Bademeister. So ist Paul in der Ecke. Paul heißt das Bademeister. So ist Paul in der Strecke. Paul. Ist da was passiert? Auf Death ist da, glaube ich, ja. Nichts passiert. Handy, Alter. Handy, oh ja, ganz wichtig. Da ist ein Handy gefallen. Entschuldigung, das Video ist da. Entschuldige, Frage. Könnt ihr noch mal spielen, leider auch nicht. Ich hab alle mal Boden geguckt, ganz bestürzt. Nein, mein Gott, mein Leben, mein Leben. Da war mein Mann, das Handy. Okay, na dann ist jetzt die Überraschung weg. Was spielen wir denn jetzt? Oh. Ich versuche dir zu sagen, es ist wie bei mir.
weil wir langsam fahren werden. Thank you.
bist du ein stummer Schreier, die Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Der eine, das eine, der oben, unten,
das wieso, weshalb, warum und an euch rumspielt. Vielleicht denkt ihr da an mich. Es würde mir viel geben. Man kann da sich halt drauf keulen. So. Und jetzt endet das Konzert mit Worten, die sie keiner besser sagen kann als fahr in Urlaub, aber er sagt sie nicht, sondern sie kommt heute Abend ausnahmsweise von Rodrigo González. Nützer, ich habe den Koffer hier. Ich habe zwei Koffer hier. Nein, ich habe vier Koffer hier in Münster. Ey, ich leg noch einen. Leg noch einen drauf, noch eine kleine. Noch eine Specktasche. Also vier Koffer, eine Specktasche. Hier in Münster. Remember, I love you. Aber hast du auch meine Zahnbürste eingepackt? Gerne. Okay, ein nettes Pferd noch dabei. Das war die erste aus Berlin. Die Reihe.